Astana, the capital of Kazakhstan, one of the most energy-rich countries in the world and the host nation of the Expo 2017. The theme is future energy, a subject of unparalleled importance. Germany is one of the participating nations with one of the largest pavilions of the Expo. Using positive, playful and surprising means, the country will show how it'll meet the challenges of tomorrow and make the energy transition a reality. Energy on track is the motto of the German pavilion. For 3 months, Germany will present its ideas for future energy to the world, an ambitious project that has taken many months to prepare. January 2017, minus 15 degrees. It's the coldest time of the year, but there's already a lot of activity on the Expo grounds in Astana. The huge hall is still empty, but 6 months from now, it'll be home to the German pavilion. Today's the official handover, so a delegation has traveled to Astana for the occasion. After all, the German pavilion is to represent the country itself. It's important to get off to a good start. 1,700 square meters, and all of it needs to be inspected closely, including the doors, piping and load-bearing architecture. Wie man ja sieht, der Boden ist noch nicht fertig, ne? Der ist wieder aufgemacht worden und da denken wir, der hat grundsätzlich eine Schwäche. Müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Und was wir gerade festgestellt haben, ist eben, dass hier Fluchttüren uns versprochen worden sind, die gar keine Fluchttüren sind. Das sind Themen, die müssen wir jetzt noch bearbeiten. Und natürlich, der Pavillon muss abgeschlossen sein. Wenn wir den übernehmen, dann sind wir verantwortlich, dass hier nichts wegkommt, ne, an Gegenständen, Installationen, die wir haben. Und solange der nicht abgeschlossen ist, können wir den eigentlich nicht übernehmen. A few hours later, the moment has arrived. The contract is signed. Perfect. The pavilion is now officially the German pavilion and the builders can keep on building. Hamburg has long been buzzing with activity in preparation for the Expo. Hamburg Messe und Kongress is responsible for organizing and running the German pavilion on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. They're supported by the bidding consortium of Innsglück, GTP2 Architekten and MAC, the joint venture that won the Europe-wide tender for the German pavilion. A project as large as the German pavilion requires experienced partners working together for a common goal. A warehouse in Langenlundsheim in the state of Rhineland-Palatinate. It's a big day. Today we'll tell whether the exhibits for the German pavilion work as intended, both the content and the technology. They are at the core of Germany's Expo presence. Expectations for the exhibits are high. They need to entertain, inspire and educate. Ja, die Exponate erzählen eigentlich dieselbe Geschichte, wie sie der Pavillon als Ganzes erzählt, nämlich dass die Energiewende möglich ist, dass es möglich ist, weitestgehend oder vielleicht sogar zu 100% auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das ist die ganz wesentliche Botschaft, die Deutschland zu sagen hat zum Thema Future of Energy, und das ist das Thema der Expo. Und die Exponate stützen dann im Kleinen genau diese Botschaft durch Beispiele. Die sind sozusagen der Beweis für die große These. Nichts ist langweiliger als Exponate, die nicht leben, sondern die Besucher werden animiert, an den einzelnen Objekten tätig zu werden und spielerisch zu lernen, was an erneuerbaren Energien in Zukunft auch nutzbar ist. Standards for future staff for the German pavilion are equally high. Hamburg Messe und Kongress is seeking 80 people who are multilingual, highly motivated, cosmopolitan and also a little adventurous. Die sollen mit uns zusammen dieses Event, diese Durchführung des Pavillons gestalten. Das heißt, die sollen sehr verantwortlich arbeiten können, mitdenken, aber auch bereit sein, flexibel und durchaus kreativ dieses Projekt durchzuführen, denn wir
sind nicht in der Lage, im Grunde von vorne bis hinten alles strukturiert durchzuführen. Das ist auch ein wenig ein Abenteuer. Da gibt es viele Unabwägbarkeiten und Flexibilität ist wirklich A und O, aber auch die Bereitschaft zu sagen, ich mache mit. Only a few kilometers away at the renowned Fashion Academy Jack, the aspiring designers are busy drawing, cutting and sewing. They're creating outfits for the future hostesses and hosts, and also for the pavilion's management. It's a competition. Only one design will be realized for the expo. Today is decision time. Whose work is best suited to represent the German pavilion? A tough choice. And then, a surprise. There are two winners. The young designers are overjoyed. Fulfilling the requirements for the expo was no easy feat. Wir haben etwas gebraucht, weil wir normalerweise sehr experimentell arbeiten und nun waren wir ja sehr eingeschränkt, weil wir Uniformen kreieren mussten. Und es hat eine Weile gebraucht, bis wir daraus so unsere eigene Sprache entwickeln konnten. Und ja, jetzt sind wir aber super zufrieden und irgendwann kamen dann die Ideen und dann waren wir auf dem richtigen Weg und dann ging es los. Und dann waren wir auch voll dabei und hatten Spaß. Back in Astana, it's May and a little warm-up. The German pavilion is starting to take shape. It's nowhere near finished yet, but its shell is almost completed. The expo begins in only 4 weeks, with plenty left to do. There's no reason to get nervous though, even if it's a very special project for everyone involved. Ich finde es nach wie vor eine Ehre, ausgewählt zu werden vom Wirtschaftsministerium hier die Bundesrepublik Deutschland zu repräsentieren. Und insofern ist das eben nicht Business as usual, sondern man hat schon ein tolles Gefühl dabei. Und wenn das dann alles fertig ist und wir haben ja in den vergangenen Jahren noch immer Preise bekommen für die Umsetzung des Pavillons, das macht schon stolz. Das ist schon was Besonderes, ja. The media are also starting to take an interest in the German pavilion. Press conference at the Expo's media center. Es ist noch ein Monat oder genauer in einem Monat wird die Expo schon eröffnet sein und deshalb sind wir jetzt wirklich in der heißen Phase. The Expo, a highly important event for Kazakhstan, but also for Germany. 10th of June 2017, opening day. After more than 2 years of hard work, everything's in place. The German pavilion is ready to receive visitors. And it seems to have an almost magnetic appeal from day one. German innovations for the energies of tomorrow, gathered under one roof. One such innovation is the Smart Stick. Not only can visitors use it to experience exhibits in their own language, they can also collect points, so-called smart points. The better visitors get to know the pavilion, the more points they're awarded. Playful learning is part of the German pavilion's concept. Grundsätzlich wollen wir Informationen vermitteln, wir wollen nicht belehren. Wir wollen zeigen, welche verschiedenen Arten der erneuerbaren Energien es gibt und wie diese Arten zum Teil schon umgesetzt werden oder in Zukunft umgesetzt werden können. Das heißt, welches Potenzial hinter den einzelnen Aspekten der erneuerbaren Energie steckt, sei es Wind, sei es Wasserkraft, sei es Biomasse. Da gibt es noch viel zu lernen und auch etwas, worüber wir informieren möchten. The German pavilion comprises four areas. The intro is where it all begins. Wind, water, sun, geothermal, biomass. The future energies we've already harnessed. Their energy lines run through the entire pavilion and connect the exhibits with explanations. The map of the future is the second area, featuring intelligent and already realized energy solutions from Germany. A river turbine, for instance, explained with a seesaw. When water flows through the turbine, it visibly generates power. Nice and easy to understand.
In the next area, the city of the future, visitors can see how the energy transition will impact their everyday lives. How will we live in the future? How will we get around? Important questions. And here, the answers are within reach. The German Pavilion was built to give insights, intrigue, and inspire. And it's succeeding. Und es ist der einzige Pavillon, der mir jetzt überhaupt auch ausreichend thematisiert, wie man Energie auch spart. Also nicht nur, wie man sie alternativ gewinnt, das habe ich ganz viel gesehen oder so an Überlegungen aus Pflanzenrohstoffe sozusagen oder Pflanzenrohstoffe nutzen oder ähnliches. Aber am Ende ist es so, dass die tatsächliche Frage danach, wie wir damit künftig umgehen wollen, wirklich die Frage der Ersparnis sein wird. Das ist sehr interessant. Mir понравилось то, что много интерактива. Можно было в игровой форме узнать информацию о новой энергии, о том, как сейчас проходит получение новой энергии, там, переработка, хранение, использование без вреда для природы. I think the idea of pitch energy is not just to invent a new device or any new high-tech innovation. It's all about us. We need to start thinking in a new way. The German Pavilion saves the best for last. The energy show. A real highlight in every sense of the word. All the smart points visitors have collected on their smart sticks are discharged in an electrifying laser display. A captivating finale to the journey through the pavilion, conveying a central message. Your energy can change the world. Also ich finde, das ist eine Erkenntnis. Your energy can change the world. Und die macht man zum Schluss. Das heißt, wenn ich sie vorher schon verrate, wird sie nicht zur Erkenntnis. Deswegen am Anfang sammelt man die Punkte, Wissens-, Erfahrens-, Energiepunkte. Und zum Schluss merkt man, wow, dadurch, dass ich mehr Wissen habe, kann ich Dinge verändern. The 12th of July 2017 is a day for celebration. A day to celebrate Germany. It's the German National Day at the Expo. The President of Germany is visiting and he's going to tour the pavilion. Another sign of how important the Expo's theme is for the future. President Frank-Walter Steinmeier and his wife Elke aren't only pleased with the theme of the Expo, but also very taken with Kazakhstan as a host nation. Was herrscht hier für eine Neugier? Was herrscht hier für ein Ehrgeiz auf Zukunft? Man sieht das in der Architektur der Stadt und man sieht das auch in der Architektur, in der futuristischen Architektur, hier in den Gebäuden der Expo. It's probably the largest gathering of presidents a German pavilion has seen. President Nazarbayev of Kazakhstan has also joined the tour of the pavilion. Many illustrious guests have come to celebrate National Day. Numerous delegations are welcomed, including German members of parliament. The pages of the visitors' book are filling up fast. The day is coming to an end, an evening reception at one of Astana's most sought-after event venues, the Saltanat Sarayi. Politics, business, culture. About 650 guests from various fields have followed the German Pavilion's invitation to a worthy send-off for National Day. The President of Germany is also here, and he's still thoroughly happy with the Pavilion. Im Grunde genommen geht es um die Frage, wie retten wir die Welt, wenn wir über die zukünftige Energieversorgung reden. Und ich glaube, nach dem Beschluss über die Energiewende, nach den Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, können wir mindestens einen Beitrag leisten zur Beantwortung dieser Frage. Und ich habe im Besuch des Deutschen Pavillons wirklich kennengelernt, wie man das einem großen Besucherpublikum plausibel machen kann, wie man es illustrieren kann. Und ich habe ja selbst erlebt, mit wie viel Begeisterung die Besucher in diesem Pavillon dabei waren. Also Glückwunsch an die Macher. Glückwunsch an diejenigen, die Verantwortung tragen für diesen Pavillon. The guests celebrate National Day until late with star pianist Joya Wendt and Monique, who'd already earlier been giving thrilling performances on the Expo stage.
September has come. After 3 months, the Expo 2017 in Astana is coming to a close. Visitor numbers are spiking, though. The restaurant of the German Pavilion serves its last delicious meals. The cultural acts give their final rousing performances. The goodbye photograph may have been shot already, but there's one more important event to attend. The Expo Awards. The development of green technology, giving due consideration to the protection of nature and the environment, goes to Germany. And Germany won gold for the best interpretation of the Expo theme, Future Energy. Naja, auf jeden Fall ist das i-Tüpfelchen auch einer harten Arbeit von mehr als 2 Jahren. Wie gesagt, es sind viele Akteure involviert gewesen, die daran mitgearbeitet haben. Und wir wussten von Anfang an, dass wir ein gutes Konzept haben, einen tollen Pavillon, der solide ist, der thematisch in die Tiefe geht, der spielerisch ist, der die Besucher natürlich zieht und auf den wir stolz sind. Und von daher, ja, das ist das i-Tüpfelchen, natürlich die Krönung einer langen Arbeit. 600,000 visitors, kings and lords, presidents and politicians, people from all continents. And every one of them was given the same message to take home. To create a better future, we have to start with ourselves. Our energy can change the world. More than 100 people worked hard for 2 years to ensure this message could be heard. Efforts that have undoubtedly made the world already a little better.